So, weiter geht's mit Secret of Mana und ich habe die Zauberlevel von Boldy und von Christy jetzt jeweils auf Level 1 gebracht. Und damit sollten wir für die anstehenden Aufgaben eigentlich ganz gut gerüstet sein. Ja, ich gehe nochmal schnell hier zu unserem Freund, den Wucherkater. Und werde, glaube ich, müssen mal schauen, ob der auch schon die Walnüsse verkauft, weil mit denen kann man seine Magiepunkte wiederherstellen. Weil, ja gut, sonst geht das nur durch Übernachten, aber das können wir natürlich nicht überall. Und ich werde mal noch das Stirnband für den Jungen kaufen. Ja, Kleidung. Ach, scheiße, ich Vollhorst. Ja, super. Ja, egal. Ja, Geld zum Fenster rausgeschmissen. Dann hätte ich das auch genauso gut irgendwem spenden können oder so. Vielleicht Boldy, um ihr einer Intelligenzoperation zu unterziehen, aber okay. Egal. Vergessen wir es. Ja, ich mache mich jetzt auf den langen Weg Richtung Elfenteig. Und ja, ich glaube, in diesem Video wird sonst nicht mehr viel anderes geschehen. Außer, dass ihr mal wieder den gleichen Weg seht, den ihr schon mal gesehen habt. Aber ich bitte euch, schaut es euch trotzdem an. Wäre ganz nett. Ihr könnt jetzt auch gerne in den Comments schreiben. Oh, ist ja stinklangweilig. Schon wieder dasselbe. Wieder Gegner verkloppen. Mann, spielst du schlecht. Mein kleiner Cousin kann das besser als du. Und was weiß ich, schreibt es ruhig rein. Ist ja euer gutes Recht zu kritisieren. Und schlecht zu bewerten. Habe ich gar kein Problem mit. Womit ich ein Problem mit hätte, wenn ihr dazu Schimpfwörter benutzt, die weit unter die Gürtellinie gehen. Aber das ist, glaube ich, selbstverständlich. So. Ich lasse mal ein paar Bonbons ein für den Fall der Fälle. Und Lebenswasser natürlich. Fällt mir ein, dass ich wollte eigentlich bei dem Wucherkater Walnüsse kaufen. Das habe ich jetzt gar nicht gemacht. Ja, da war ich wohl wieder so verwirrt davon, dass ich das Stirnband eingekauft habe. Und dass ich das mal wieder völlig vergessen habe nebenbei. Aber okay, ja, kann passieren. Kann jedem passieren. Jeder hat das Potenzial dazu, was zu vergessen. Aber okay, damit müssen wir leben und ja, weiter geht's. So, ein paar Vespi-Lines. Kommt das zum Mirat vor oder hört sich die Musik ein bisschen komisch an? Naja, bilde ich mir wohl nur ein. Egal. Ja, was soll ich jetzt noch sagen? Ja, als nächstes kommt der Lava-Tempel. Dort werden wir den nächsten Mana-Samen finden. Und auch den nächsten Mana-Geist mit neuen Zaubern. Wer das ist, werde ich aber noch nicht verraten. Ein bisschen muss er noch im Argen liegen, obwohl es wird eh jeder wissen, wer das ist. Es sei denn, ihr habt das Spiel noch nie gespielt. Aber ich glaube fast gar nicht, dass welche zugucken werden, die dieses Spiel noch nicht gespielt haben, denn die werden es dann, glaube ich, lieber selber spielen. Vor allen Dingen, wenn ihr es dann spielt, spielt es unbedingt mit zwei Freunden oder Freundinnen, je nachdem, denn dann macht es am meisten Spaß und dann könnt ihr euch so einen Scheiß wie eine bewusstlose Koboldin des Öfteren ersparen.
So, ins Mühldorf brauche ich eigentlich nicht. Und wir sind ja vielleicht schon da. Aber da ich natürlich besonders nett bin, werde ich bei der Höhle zum Zwergendorf auch wieder den langen Weg nehmen. Ja, so bin ich. Ich biete nicht nur immer schlechte Unterhaltung, sondern auch des Öfteren langweiliges Spielgeschehen. Passt doch gut zusammen. Ich wollte eigentlich das Falken stellen und nicht in diesen Waffenbildchen. So, mal sehen. Wieder eine Kaufhaus oder Lachgas oder sonst was. Naja, ein Bonbon. Ja. Habe ich leider vorhin schon genug gekauft. Und noch ein Bonbon. Ja, ausgezeichnet. Die Items kriege ich wahrscheinlich immer, wenn ich schon zu viel habe und die alle gekauft habe. Aber wenn ich da mal keine mehr habe, dann sind wieder hier diese typischen Indiana Jones Booby Traps in den Truhen drin. Booby Traps, ne? Also unter Boobies verstehe ich eigentlich was im Englischen was anderes, aber solche primitiven Fallen werden ja im Englischen auch so genannt. Also die heißen, da kommt das Wort her. Aber Boobies, ja, kann man auch den Teil einer Frau nennen, mit der sie sehr große Türen öffnen kann. Ja, ich versuche mich mal wieder mit Witzen unter der Gürtellinie über Wasser zu halten, bevor wir uns hier 10 Minuten lang anschweigen. Beziehungsweise, ja, wir schweigen uns ja nicht an, ich führe ja mehr oder weniger Selbstgespräche. Aber so läuft das halt. Ich habe ja leider keinen Mitspieler. Wobei, da könnte ich doch eigentlich mal ein bisschen Werbung machen, oder? Wenn zufällig jemand von euch ein bisschen Ahnung hat, so mit ja, über Internet spielen auf dem Emulator oder so, könnt ihr gerne mal in die Comments schreiben oder eine Nachricht schreiben, wie das genau gemacht wird, weil ich sehe bei vielen Let's Playern hier auf YouTube, die machen auch gemeinsame Projekte und spielen manche Spiele dann im Multiplayer. Wenn ihr irgendwie Ahnung habt, wie man das so bewerkstelligen kann, also ich kenne das bei manchen Emulatoren, da funktioniert das dann über solche Server, die Leute dann aufgestellt haben, oder es wird wohl überall so funktionieren. Und ja, da kann man dann schön online zusammenspielen. Wenn ihr damit ein bisschen Erfahrung habt, schreibt doch mal in die Comments und vielleicht kann der eine oder andere von euch dann ja mal eine kleine Gastrolle hier haben. Würde ich ganz cool finden. Allerdings jetzt muss ich sagen, wo ich dieses Video aufnehme, kann das dann wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Also bis dieses Video eher gesagt hochgestellt wird auf YouTube, denn ich habe das hier jetzt schon von einer ganzen Weile aufgezeichnet. Und falls ihr euch dann ein Datum orientieren wollt, heute ist Samstag, der 19. September. Also ich habe da schon mal ein bisschen was im Voraus gemacht, weil ich noch ein paar andere Sachen am Laufen habe und ja, weil manchmal habe ich an einem Tag mehr Zeit, um mehr aufzuzeichnen. Und an manchen Tagen halt weniger, ist ja ganz normal. Und ja, ich stelle halt natürlich nicht immer alles, was ich an einem Tag aufzeichne, sofort bei YouTube rein.
Aber okay, mehr dazu ein andermal. Mir läuft hier die Zeit gerade weg und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.